Herzlich willkommen zum nächsten Playoff-Spiel unserer New York Rangers. Im Spiel 3 der Eastern Conference Finals sind wir das erste Mal zu Gast bei der Lightning. Im Madison Square Garden jeweils ein Spiel an beide Teams. 1:1 steht diese Serie. Beide Teams haben sich gegenseitig geshutoutet. 3:0 gewannen wir Spiel 1, 2:0 verloren wir Spiel 2, heute also Spiel 3. Die Serie ist spannend. Entscheidet sich zumeist erst im dritten Drittel. Die 7 Spiele lange Serie gegen die Flyers hatte immer mindestens 5 Tore pro Spiel in der ersten Runde. Dann gegen die Penguins hat das ein bisschen abgenommen, die Spannung aber nicht. Und jetzt sind wir hier in einer spannenden Serie in den Eastern Conference Finals. Keiner will natürlich verlieren. Ex-Ranger Ryan Kellen hier im Bild. Und wir wollen hier natürlich den nächsten Sieg mitnehmen. Big Ben Bishop wieder für die Lightning im Tor. Kommentare dazu, dass er hier im Tor steht in den letzten beiden Folgen. Gegenüber zwischen den Pfosten unser Stammgoalie in den letzten 2 Spielen. Ein super starker Rückhalt. Number 3. Henrik Lundqvist hat sowas von brillante Saves ausgepackt. Am Ende des letzten Spiels haben wir ihn leider im Stich gelassen. Davor auch schon, da hat er es allerdings noch alleine hingekriegt. Aber irgendwann, wenn der Goalie den Puck hält, müssen seine Verteidiger auch für die Rebounds für ihn da sein. Das waren sie nicht. Dadurch verloren. Oh, Sibanejad wird vorm Schlagschuss kurz weggeschoben. Kucherov fehlt als Topstar für die Lightning. Matt Zuccarello fehlt für uns. So ist die Ausgangslage. 1:1, alles offen. Heimspiel für die Lightning. Das wollen wir denen natürlich wegnehmen. Sie haben uns auch ein Spiel im Madison Square Garden weggenommen. Deshalb wollen wir nicht lange zögern und direkt das erste Heimspiel der Lightning hier für uns entscheiden. Sibanejad ackert gegen 2. Ja, schafft es leider nicht. 2 Spieler von uns hinterm gegnerischen Tor. Aber Girardi hinten aufmerksam und direkt über Nash. Sibanejad. Chris Kreider mit der Chance wird er noch dran behindert, dadurch ganz komisch nach außen abgedriftet, aber Sibanejad lässt nicht nach. Der will's wissen, hat den Puck. Ach, Nash was. Ja, auch der. Die ganzen Playoffs schon. 3-mal Man of the Match geworden für uns. Hetman kommt nicht hinterm Tor vor. Und Stepan übernimmt mit dem Stochern und der ist noch drin. Jetzt nicht mehr. Aber den haben wir. Stepan passt selbst an die Bande und weicht dann komischerweise den Puck aus. Jetzt hinten aufpassen. McDonough mit dem Check. Chris Kreider mit dem Puck, langer Schiff für ihn, aber er kann sich vorsetzen. Das erste One-on-One. An Ben Bishop. Mit dem Pad zur Stelle. Da spielen wir den Gegner genau an, der sollte hinten in die Ecke. Aber One-on-Ones über die gesamte Saison hinweg schon nicht unsers. Wir brauchen unsere schönen Spielzüge. Wisniewski, jetzt spielen sie es. Aber Stoll zum Block. Der nächste Schuss. Lundqvist hat ihn, Stoll den Rebound. Genauso muss das laufen. Und dann können wir direkt in die andere Richtung. Über Fast Grabner. Fast probieren. Oh, Bishop hat da schon komische Bewegungen gemacht. Und wir gehen gegen. Stepan, schön hochgehoben. Nein, das gibt wirklich die Strafe. Das war für mich ein ganz normales Anheben des Schlägers. Der Referee sieht es anders. 2 Minuten Unterzahl. Den hätten wir gerade schön auf Jesper Fast vom Tor auflegen können. Der muss jetzt zusammen mit Michael Grabner allerdings in Unterzahl ran. Ja, und da geht doch so einiges. Gehen wir außen vorbei. Und erstmal ums Tor drumherum. Und wieder zurück. Ja, dann hat die Lightning zwar leider den Puck. Aber wir haben den Schwung, um wieder mit zurückzukommen. Haben Zeit von der Uhr genommen und wieder gut nachgehakt. Grabner hebt den Schläger an, hat den Puck und wieder in die andere Richtung. Jawohl, die Lightning kann ihn nicht runternehmen und Fast jetzt mit dem Check. Ja, er drängt ihn an die Bande, sehr schön. Das nimmt super viel Zeit. 1,5 Minuten gleich schon rum. Drüben Stoppfehler. McDonough geht gegen, aber kriegt ihn leider nicht. Das ist jetzt entscheidend. Kevin Klein gegen 3. Der Schuss und Henrik Lundqvist. Nicht nur der King of New York, sondern zeigt auch hier bei der Lightning, was er kann. Die ersten 2 Spiele haben eigentlich komplett Lundqvist gehört. Schade, dass wir das 2. Spiel nicht gewinnen konnten, wie gesagt. Kevin Hayes schön zugemacht. Schön gestochert. Und gleich kommt er vorne raus und kann mit in die Offensive. Rick Nash drüben, Hayes. Nein, drüber. Schön gespielt eigentlich hier. Nochmal. Hayes. Oh, ja, der war schon schwieriger. Und jetzt Hayes auf Nash. Der war aber in die Fanghand von Big Ben Bishop. Dritter Angriffs- und dritte Defensivreihe drauf. Buchnevich, Miller und Hayes. Hayes gerade schon mit guten Chancen. Ja, diesmal Miller mit dem Gewinn. Nick Holden, schade. Miller mit dem Rebound. Aber er kriegt nicht genug Power dahinter. Der Verteidiger hat ihm im Nacken gelauert. Brady Shea am Puck.
Bringt ihn leider nicht raus. Bucinovic passt oben auf. Im Slot kommt er, genau da. Garrison mit dem Schuss, der geht vorbei und bleibt hinterm Tor. Da haben wir Miller. Bucinovic verliert ihn fast. Ah, verliert ihn doch. Hat er nicht mehr wieder gekriegt, aber Miller passt außen auf und zieht mit nach. Kriegt den Puck sogar fast. Stochert ihn jedenfalls weg von der Lightning, muss er sich nur noch selbst holen. Daran hat es allerdings gescheitert. Bucinovic, das Spiel geht wieder hin und her. Allerdings hatten wir da schon klarere Chancen, auch die Lightning. Oh, drüben kommt er jetzt, drüben kommt er. Der Rebound, 2-3 mal bei der Lightning, aber jetzt wie am Puck. Na, ah, wie geht der denn schon wieder an unserem Spieler vorbei? Ärgerlich, Miller mit dem Check außen, sehr, sehr schön. Vollkommen in Ordnung gegangen. Bucinovic kriegt ihn leider nicht. Jawohl. Hayes, oh, raus auf Piri. Der wollte sich schon wegdrehen. Den sourcen warum? Und dann ist der Lindberg. Schläger angehoben. Puck geholt. Ah, Check eingesteckt. Und die Verteidiger brauchen sehr lange zum Wechseln leider. Deswegen wünsche ich mir so das Radar. Damit ich mal weiß, wo unsere Verteidiger sind. Da geht er gut durch. Oh, da war Lundqvist selbst weggeschoben. Im Slot aufpassen. Ah, den hätten wir schon fast aufnehmen können. Aber Piri arbeitet gut. Und arbeitet weiter. Schade. Drüben steht er. Genau da. Aber Kevin Klein hat den Braten gerochen. Und auch hier Max Soll. Das Verteidigerpärchen gerade... aufmerksam und jetzt Lundqvist. Den können wir wieder nicht runterbringen. Jetzt aber Visi. Letzten 5 Sekunden. Ein Schuss noch. Oh, Schwierigkeiten bei Ben Bishop, aber torlos. Damit 4 Drittel in Folge für uns ohne Tor. Kreider, Zibanejad und Nash wollen als erstes dagegen wirken. Bulli gewinnt. Und viel Druck. Und komische Laufwege von uns. Aber Rick Nash kommt durch. Ah, das war mit dem Kopf durch die Wand. Hinten aufpassen, Stamkos. Kommt, Girardi und McDonough sind da. Ein paar Bewegungen, wird tief gespielt. McDonough vors eigene Tor. Niemals, niemals, Stamkos. Oh, Lundqvist wäre da gewesen, aber ich glaube, der war vom Verteidiger geblockt. Zibanejad auf Nash, drüben hat er Kreider dabei. Den Source war durch, weil der Tempo hat. In die Ecke, jawohl, und jetzt rum. Schön festgesetzt erstmal. Da brauchen wir Hilfe, keiner hilft. Nash kann das nicht alleine machen. Doch, kann er anscheinend. Sie Punisher trifft, glaube ich, Kreider. Aber Beinstellen gegen die Lightning beim Schussblock. Sogar gegen Strollman. Wann, wenn nicht jetzt? Leider nicht unsere starke Reihe drauf. Also vermeintlich starke, aber Bucinovic hier für den Direktschuss ist auch immer gut zu haben. Den bringen sie leider direkt raus. Und unser Kapitän höchstpersönlich, Ryan McDonough, zurück, um den Puck zu holen. Alle Spieler hinten, das heißt Spielaufbau. Gehindert von der Lightning. Aber es geht direkt weiter. Alle Spieler hinten, das heißt der erneute Aufbau. Aber egal, ob ich schon auf dem Weg nach vorne bin oder nicht, die rennen immer erstmal einmal stur selbst nach hinten. Kevin Klein. Ah, das war auch wieder blind. Komische Laufwege, keine Anspielstation gefunden. Und somit dieses Powerplay auch für uns nicht sonderlich gut. Auf geht's. Ganz vorne. Bucinovic. Ganz rum und dann müssen wir den haben. Fast verpasst. Miller, warum kommt der da entgegen? Ah, das wäre eher harmlos von da. Miller kann es zwar von da, aber nicht so erzwungen. Außen kümmert er sich um den Gegenspieler. Tyler Johnson kommt. Ja, Kevin Klein checkt ihn leider nicht, aber hat den Puck. Pavel Bucinovic. Rüber sourcen. Über die Wand zu Kreider. Hinten wird gewechselt. Ein weiteres Mal wünsche ich mir das Radar auch in NHL 17. Wo sich meine Spieler gerade befinden. Chris Kreider immer noch auf dem Eis. Immer noch spritzig. Source ihn rüber zu Bucinovic. Kriegt ihn leider nicht durch. Schöne Aktion von den beiden gespielt. Eigentlich ja gar keine Reihenpartner. Zweite Angriffsreihe und dritte Verteidigerreihe drauf. Hälfte des Spiels nähert sich. Nick Holden. Jawohl, da hat er den Check. Legt ab. Ah, nicht erfolgreich. Und keiner... nimmt sich wieder den Puck, aber auch fast. Hebt den Schläger an, wieder nicht mit dem Puck gewinnen. Und hinten müssen wir aufpassen. Drüben kommt er nämlich genau da, aber Lundqvist ist auf der Hut. Es bietet sich aber im Moment keiner von uns so wirklich an. Alle Spieler müssen es gerade hier alleine versuchen. Und Fast und Grabner vorne drauf. Leider ohne Erfolg. Brian Boyle, Siegtorschütze aus dem letzten Spiel, auch Ex-Ranger. So, und Holden. Bringt ihn leider nicht rüber, Visi aber. Auf Stepper. Oh, kassiert den Check.
Weißt du, die kümmert das nie, wenn die gecheckt werden und nehmen sich den Puck und bei uns fliegt noch ein zweiter Spieler von uns mit rüber. Rebound vorm Tor, irgendwie. Ach, da wollte wie hier, die CPU wollte uns mit Visi schon wieder eine Strafe holen. Wie der stochert blind in die Menge. Das ist so riskant für eine Hakenstrafe. Und ich habe kein einziges Mal A gedrückt. Ich war ein ganz anderer Spieler und habe gestochert. Da die Chance, der Rebound. Und Henrik Lundqvist. Auch dieses Spiel gehört schon wieder komplett ihm. Brent Peary und unsere vierte Reihe. Stamkos wird gecheckt. Visi muss hinterher. Drüben kommt Stoll. Sowas von souverän abgelaufen. Visi mit einer schönen Bewegung wieder rein. Aber dann der Fehlpass. Lindberg dafür. Am Nachhaken. Also ein Hin und Her, letzten 5 Minuten des zweiten Drittels laufen, da sind wir vorbeigerannt. Drüben kommt er. Aber Stoll. Spektakulär geklärt. Chris Kreider vorbei, der Schuss. Ah, das war vielleicht dann doch zu sehr mit dem Kopf durch die Wand, aber eine Chance nochmal gehabt. Ah, leichte Stockschwierigkeiten. So, vorm Tor steht er. Stoll. Abgefällt! Schwierigkeiten bei Bischof. Schön von Mika Zibanejad. Wir haben die Bewegung vom Tor wiedergefunden. Leider in diesem Fall ohne Erfolg. Die erste Reihe von uns immer gegen die dritte der Lightning. Leider kein Bulli gewinnt, das wäre nochmal schön gewesen. Offensiv gegen, aber das bringt letztendlich nichts. Doch. Kreider kann nämlich wieder rein, den spielen wir tief und Zibanejad hinterher. Guck mal, der hat den Check. Der war fair, der wird rumgebracht, aber trotzdem die Lightning hier. Der nächste Check. Abgefälscht, da ist er doch! Kreider auf Nash und wieder Rick Nash, wer auch sonst mit einem entscheidenden Tor. Eigentlich ein harmloser Schuss, aber durch Rick Nash, guck mal, das fünfte Playoff-Tor, einfach durch die Beine abgefälscht. Da rumgespielt, einfach festgesetzt. Ja, wobei, war dann doch relativ glücklich. Ganz sanfter Rückhandschuss von Chris Kreider. Und Nash macht was draus. Wichtige Auswärtsführung, eine Minute vor Ende des zweiten Drittels. Kreider und Nash punkten also in diesem Spiel mal wieder. Und Nash, was für Playoffs von ihm. Wie gesagt, jedes einzelne Tor von ihm bisher wichtig. Buchnevich, schade. Siegtreffer am Ende des dritten Drittels gegen die Penguins. Overtime-Treffer gegen die Penguins. Damit 2 Spiele geholt. Doppelpack im ersten Spiel hier. Gegen die Lightning damit das Spiel geholt. Und jetzt Fragezeichen Spiel geholt. Hoffentlich wird das noch ein bisschen torreicher. Da können wir nochmal ein Gegentor kriegen. Das ist ja gar kein Problem. Das muss man auch ganz offen so sagen. Es soll nicht jedes Spiel 1-0 oder 2-1 ausgehen. Aber auch das ist natürlich spannend. Auch das passiert natürlich in der realen NHL. Mika Zibanejad mit dem Bulli-Gewinn. Und guck mal, von da hat er schon einige Male getroffen. Jetzt oben links. Ah, der war nicht oben links. Also sorgt für Schwierigkeiten das erste Offensivdrittel. Offensiv Bulli. Und wenn er dort jetzt das Bulli gewinnt, dann haben wir die Schusschance. Und die kriegen wir. Guck mal, mit Dan Girardi. Ah, das war nichts. Der kommt aber vor. Nee, Bishop, gut aufgepasst, dass der nicht wieder vorkommt. Aufpassen. Die Stürmer wechseln. Da ist er, Palat. Der legt zurück. Einer der Topscorer der Lightning, einer der Topscorer der diesjährigen Playoffs zusammen mit Stamkos. Chris Kreider. Stepan leider keinen Punkt heute, das ist unser Topscorer bisher. Aber da sollte man nicht drauf achten, das wendet sich sowieso alle paar Spiele, weil wir so ausgeglichene Reihen haben, die alle gut punkten. So, die Lightning im Angriff, drüben kommt er. Dann machen wir zu. Gut geblockt. Und Rick Nash, komm, spiel dein Tempo aus gegen Hetman. Jetzt deine Cleverness. Na, das war eher die Strafe. Haben wir leider von hinten reingehakt und ein wichtiger Penalty-Killer muss für uns 2 Minuten zum Eis. Wie gesagt, hoffentlich die vollen 2 Minuten, denn ansonsten haben wir wahrscheinlich ein Gegentor. Oder die Lightning auch eine Strafe, das wäre natürlich schön. Dann müsste aber Nash trotzdem volle 2 Minuten in der Box bleiben. Schöner Schussblock. Klein kann er leider nicht klären. Der nächste Schussblock von Grabner, das tut jetzt weh. Aber Fast, im letzten Spiel hat er eine super Einzelaktion gehabt. Schade, dass sie nicht reingegangen ist. Dreht eine kleine Kurve, direkt wieder zurück. Mit dem wichtigen Check. Klein bringt ihn nicht raus. Fibula! Und die Schulter von Henrik Lundqvist bewahrt uns vor Schlimmerem. Hä? Da war ja nichts! Da war nicht mal ein Schläger von uns. Das möchte ich sehen. Nee, nee, nee. Vor allem habe ich es nicht mehr gedrückt. Ey, jetzt will uns das Spiel hier aber kurz eine Strafe andrehen. Guck mal. Ah doch, da kam er hoch. Das habe ich gerade nicht gesehen. Ich habe kein einziges Mal gerade A gedrückt. Also kein einziges Mal dieses Schläger annehmen. Die CPU verursacht uns hier dieses 3 gegen 5. 5 gegen 3. Hört sich irgendwie besser an. Jawohl, rausgebracht. Und gar nicht hinterher sprinten. Direkt umdrehen hier mit JT Miller. Schön von Girardi. Schläger angehoben. Vorm Tor, vorm Tor. Slot.
Die können auch alle abfälschen. Tun sie aber nicht. Max soll, dass er den nicht hatte, ey. Den hat er doch sogar fast gehabt. Nash hier. Direkt zurück. Guter Penalty-Killer. Den hat er. Miller, den spielen wir einfach rum. Den setzt er sogar an Pfosten. Körper zwischen. Er hat den Puck. Nee, nicht schon wieder. Schiedsrichter, jetzt ist aber gut. Das war niemals ein Beinstellen. Jetzt will das uns hier aber. Beziehungsweise das Spiel. Erst verursacht die CPU eine Strafe, die geht in Ordnung. Und da, naja. Beinstellen, Grabner meckert auch. Also Kevin Hayes ist jetzt derjenige, der für uns hier das Bulli ausführt. Der kann das ja auch. Macht er leider nicht. Strowman, McDonough geht runter. Henrik Lundqvist mit dem Save. Der kommt vor. Phil Pula. McDonough nochmal gegen. Killorn, drüben steht er. Aber auch da, Phil Pula, der Nachschuss. Pfostenglück für uns. Den hätte er nur noch über die Linie bringen müssen, aber die gleiche Aktion hatte Stepan auch in Spiel 1 dieses Eastern Conference Finals. Da hat er bei leerem Tor auch nur den Pfosten getroffen. Also, nachdem wir hier Strafenpech hatten, Pech mit dem Spiel und mit dem Schiedsrichter, Glück mit dem Pfosten. Letzte halbe Minute, dann sind wir wieder komplett. Derek Stepan. Ah, da ist er! Das gibt's nicht! Eigentor und Derek Stepan, unser Topscorer sozusagen. Staubt sich hier das Tor ab. Wichtige 2:0 Führung in Unterzahl sogar offiziell jetzt, glaube ich. Da der Schuss Schwierigkeiten und dann Uneinigkeit bei Garrison und Bishop. Und Garrison ärgert sich. Das geht vermutlich auf seine Kappe. Ja, da gibt er den nötigen Stoß, damit die Scheibe die Linie überquert. Unterzahltor für uns. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Und das ist ein wichtiges Spiel, in dem wir uns hier gerade befinden. Es geht nämlich darum, wer im nächsten Spiel die Chance bekommt, für das Matchpoint-Spiel zu sorgen. Drüben ist er! Ja, das hat sich angedeutet. Das war gut ausgespielt. Wenig verteidigt von uns. Schlecht verteidigt. Und Henry Lundqvist muss leider auch das erste Mal hinter sich greifen. Guckt nochmal oben auf den Videowürfel. 11 Minuten 7. Das ist noch nicht gegessen. Killorn Strowman mit der Vorarbeit. Aufpassen, da kommen sie schon wieder. Der passt aber nicht. Jetzt kommt er. Lundqvist hat ihn nochmal. Krabner rennt nach vorne, nicht so seitlich. Sibanejad fast. Interessante Reihenkonstellation dafür, dass gerade das Bulli war. Rumgespielt, Sibanejad hat ihn. Oh, gibt es nicht auch eine Strafe? Das fand ich ziemlich hart. Aufpassen. Kreider geht mit zurück. Oh, wunderschön gestört. Wunderschön. Er kommt nicht zum Schuss, auch da nicht. Sibanejad jetzt mit dem Check. Auch der geht in Ordnung. Sagt dieses Mal auch der Referee. Und über Chris Kreider ab ins Drittel. Ah, leider nicht festsetzen können. Brady Shea rückt hart nach vorne. Hinten Nash sieht die Lücke, hilft aus. Checkt jetzt vorne. Und hier werden die nächsten Checks ausgefahren. Chris Kreider nach vorne. Und rumspielen, festsetzen. Sibanejad, ah, den wollte ich eigentlich auch Sibanejad haben. Jetzt hat er ne. Jetzt sieht er vorne Kreider. Oh, der geht nicht durch. Super ärgerlich. Schön gestört an dieser Stelle. Ah, hier hätte er sogar fast weiterspielen können. Jetzt! Auf Sibanejad. Ah, dem wird auch der Schläger angehoben. Gute Aktion hier von beiden Teams gegenseitig. Außen von Brady Shea. Gut gegengecheckt, trotzdem Boyle. Wisniewski, der Schuss. Sichtbehinderung. Kurzes Eck hat Lundqvist. Im Slot steht er. Nash passt auf. Und Lindberg auf Peary. Auf geht's. Bewegung in die Mitte. Jawohl. Lindberg. Oh, schade. Die vierte Reihe wieder am Ackern. Letzten 2 Minuten brechen gleich an. Der Druck, vor allem der Zeitdruck, steigt für die Lightning. Und das macht dieses Abseitsspiel hier nicht besser. Die dritte Reihe drauf. Top in Plus-Minus-Wertung. Stepan und Kreider für uns mit dabei. JT Miller. 16:7 nach Checks für uns. Leider kein Bulli gewinnen. Da sind wir nicht ganz so solide. Bishop schnell wieder hergegeben. Müsste auch jetzt demnächst vom Eis gehen. Kevin Klein, Schläger anheben, der geht um die Rundung und jetzt müssen unsere Stürmer aushelfen. Das tun sie gut. Hayes auf Miller. Schöne Bewegung vorbei. Erstmal gehalten hinten. Stoll. Klein! Das lange Eck und wieder die eigenen Spieler, die dort Ben Bishop behindern. Hayes hält den hinter das Tor. Auch Buchnevich wird gecheckt, hält ihn. Ah, und dann haben wir hier selbst den Konter eingeleitet. Hayes nochmal mit dem Check. Letzte Minute läuft. Aber jetzt wird's bitter. Stemko.
das ist nicht wahr. Ich habe keine einzige Taste gedrückt, auch wir mit dem Eigentor. Das ist nicht wahr, Lundqvist hatte den so sicher. Ich habe wirklich nicht Pass gedrückt. Kein Spielerwechsel, kein Stochern. Ich bin ja sogar weggerannt. Och nee, guck mal, sowas Harmloses. Da war... Sonst gehen sie nie zum Puck, ne? Sonst machen sie nichts. Und auf einmal mit dieser automatischen Bewegung schiebt er den durch die eigenen Beine. Das ist ja wohl nicht wahr. Die Lightning zurück im Spiel. Aber gut, unser 2-0 war unverdient, deren 2-2 war unverdient. Normalerweise steht es ja 1-1. Regen wir uns nicht zu sehr auf, wobei es natürlich ärgerlich ist, trotzdem den 2-0 jetzt herzugeben, egal ob das gerechtfertigt war oder nicht. Wir hatten nun mal den 2-0. Was soll's, sieht nach Overtime aus, außer hier passiert noch was Schnelles. Stefan beispielsweise, der da gut hinterhergegangen ist. War lange nicht mehr in der Overtime. Aufpassen. Oh, da wäre es fast so weit gewesen. McDonald nochmal. Nein, bringt ihn doch da jetzt mal raus. Bringt ihn doch mal raus da jetzt. Lundqvist nochmal mit dem Save. Hält uns hier so gut es geht im Spiel. Beim Gegentor kann er letztendlich auch nicht viel dafür. Das war JT Miller. Weißt du, sonst die Puck-Annahme klappt nie. Geh nie mal automatisch zum Puck. Und da hält JT Miller eiskalt den Schläger hin, obwohl ich nichts gedrückt habe. Ja, schade, machst du nichts, wie gesagt. Unser Tor war ja auch ein Eigentor. Weiter geht's. Komm, McDonald, vom Tor steht er. Ja, das ist doch direkt! Und wer sonst als Rick Nash? Das ist ja unglaublich. Erste Aktion in der Overtime. Da lassen wir uns gar nicht lange beirren. Gar nicht mehr Kräfte aufwenden als nötig. Henrik Lundqvist wieder mit dem soliden Spiel. Unsere Verteidigung allgemein. Und da, Sivanschat lässt liegen. McDonough vorm Tor. Sowas von freiem Slot. Und wenn da kein einziger Verteidiger dran ist, Rick Nash, kriegt den Broadway Head. Da, guck mal. Das Positionsspiel zeigt keine Chance für Ben Bishop. Man of the Match, Rick Nash, unsere Nummer 61. Zum vierten Mal in die D-Serien Playoffs. Absolut verdient, wie ich finde. Und schon wieder wichtige Tore durch ihn. Ich hab's ja innerhalb dieser Folge schon gesagt. Kein einziges Tor war bei einem, weiß ich nicht, einem 4-0 oder so. Das waren alles die Entscheidenden. Wir führen mit 2-2-1 und ich tippe auf die Wild. Mal gucken, ob die Canucks verkürzen können. Ja, können sie. Zwei Serien. 2x2-1. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge auch wieder. Tschüss.